Rusty? Rusty! Rusty! Blöder Hund, wo bist du denn schon wieder? Suchst du dein Auto? Nee, mein Fahrrad, du Witzbold. Ach, Noah, was machst du denn hier? Mentales Training. Ich bereite mich auf einen Vortrag vor. Ich muss morgen 8 historische Ereignisse aus meiner Heimatstadt aufzählen und anschaulich beschreiben. Aha, und meinem Ernst, ist dir hier heute schon ein historisches Ereignis begegnet? Ich lausche den Geschichten, die mir das uralte Gemäuer des Diebstums erzählen. Ja, aber im Ernst, ich habe den ganzen Tag schon aufgeschrieben, recherchiert und jetzt probiere ich meinen Text vor einem imaginären Publikum durchzugehen. Aber jetzt bist du ja da, also kann ich dir was erzählen. Oh, bitte lass mich in Ruhe mit so einem langweiligen Scheiß. Jetzt sag nicht, dass Geschichte langweilig ist, weil du musst wissen, im 16. Jahrhundert... Noah, stopp. Da war... Kurzer Input, mein Hund ist abgehauen, der ist schnell. Hilfst du mir vielleicht, den zu finden jetzt? Ja. Du, guck mal, die Tür des Diebsturms steht offen. Vielleicht ist er ja da rein... Ja, klingt nach ihm. Ja, aber warte doch, du kannst doch nicht einfach... Noah, komm mal rein hier. Sieht spannend aus. Aber da ist doch dunkel drin. Da siehst du doch eh nichts. Was ist hier denn los? Kahle Steinwände? Kaputte Treppen? Ich war doch letzte Woche erst hier drin. Hallo? Ist hier jemand? Komm, Nami, lass uns lieber wieder rausgehen. Rusty ist hier eh nicht drin und ich find's irgendwie unheimlich. Hallo? Hallo? Wir sind hier drin! Hallo! Hört mich denn niemand? Hallo! Und da waren doch Leute draußen, warum hören die mich nicht? Hallo! Oh, Scheiße, hier ist auch kein Netz. Warte mal, da oben ist doch ein Fenster. Ich kletter mal da hoch und guck mal, ob ich was krieg. Okay. Ja? Hat nicht gerade noch die Sonne geschienen? Ja. Da draußen ist voll neblig. Und das Fenster, hä? Das geht doch zur Innenstadt raus, oder? Ja. Da ist aber keine Stadt. Liegt vielleicht am Nebel? Witzig. Nee, ich sehe schon was. Aber da sind Leute und die haben so komische Bauernklamotten an. Und, hä, sind das Ochsenkarren? Die proben vielleicht für ein Theaterstück, für den Gallusmarkt. Die Bobbekist? Oh, ich weiß nicht. Sieht irgendwie ganz schön echt aus. Hallo? Hallo? Macht uns mal die Tür auf! Wir sind im Diebsturm eingesperrt! Ey, die gucken gar nicht. Hallo? Hallo? Hier oben sind wir! Hä? Nami, guck mal der da. Das könnte der Landgraf von Thüringen sein. Der hat die Grünberger Burg bauen lassen. Und der daneben, das ist der Erzbischof. Und die Leute, das sind Arbeiter, die bauen die Grünberger Burg. Cool. Boah, ich find's unheimlich. Oh ja.
zu meinen Ehren, um meine Macht zu mehren. Die guten Seelen sehen, wie sie sich quälen. Sie bauen eine Festung, bauen eine Festung. Sie bauen eine Festung, Stein auf Stein. Stein auf Stein, dem Grafen zum Pläsier. Tag für Tag, wie Tiere schuften wir. Stein auf Stein, dem Grafen zum Pläsier. Tag für Tag, wie Tiere schuften wir. Was wir brauchen, das sind Mauern, die die Jahre überdauern. Stein auf Stein wird die Mauer immer höher. Alle geriebelt dann draußen, alle Herren ziehen vorbei. Aber wir sind drin und wir sind frei. Wir bauen eine Burg, bauen eine Burg. Wir bauen eine Burg. Wir bauen eine Burg, bauen eine Burg. Das ist des Bischofs Zorn. Dann schickt er seine Krieger, der Krieg beginnt von vorn. Die Burg an seiner Grenze wird er an dich akzeptieren. Reizt sie das Blut wird euch gebieren. Dann bauen wir ihm ein Kloster, genau auf unsere Tür. Uns wird es ein Schild sein, dem Bischof ein Pläsier. Damit es nicht wagen, uns zu belagern. Hört, hört, der Bischof. Sie bauen mir ein Kloster, bitte sehr. Um Gott zu ehren. Glauben an den Herren und an mich noch mehr. Stein auf Stein, dem Bischof zum Pläsier. Tag für Tag, wie Tiere schuppen wir. Stein auf Stein, dem Bischof zum Pläsier. Tag für Tag, wie Tiere schuppen wir. Krass. Also ich find's eher unheimlich. Sah aber ganz schön authentisch aus. Und gar nicht blöd von unseren Vorfahren. Wobei, die Burg wird 1195 von Truppen des Erzbischofs komplett zerstört. Hä? Warum das denn? Naja, also der Landgraf hatte mit der Burg ein ziemlich bedrohliches Zeichen nahe der Grenze gesetzt. Und das hat dem Erzbischof gar nicht gefallen. Du musst wissen, die haben sich dann total in die Haare bekommen. Es war jetzt nicht so, wie wir uns das heutzutage vorstellen, mit Armeen und sowas. Die haben sich gegenseitig die Dörfer angezündet. Es ging hauptsächlich um Lehen, also um das Recht von der Bevölkerung, Abgaben zu kassieren. Weil man muss ja seine ganze Bagage durchfüttern und so. Einmal war das dann hier so krass, dass sogar der Kaiser seinen Sohn hierher geschickt hat, um für Frieden zu sorgen. Ja, komm, jetzt lass halt mal gut sein mit deinem Referat. Wir haben vielleicht ein paar andere Probleme gerade. Nee, hör mal zu. 1183 wird Konrad von Wittelsbach Erzbischof von Mainz. Und der hat sich dann unter den Gräfen in Thüringen ein paar Mitstreiter erkauft, die auch gegen den Landgrafen waren. Und 1184 schickte Kaiser Barbarossa bereits seinen Sohn nach Erfurt, um für Frieden zu sorgen. Und dann ist bei der Friedenskonferenz der Boden des Saales, in dem die Konferenz stattfand, in sich zusammengebrochen. Du musst dir vorstellen, die sind durch 5 Stockwerke gefallen. Alter. Und dabei sind 5 Grafen ums Leben gekommen, die auf der Seite des Bischofs standen. Dadurch hatte sich dann der Streit zumindest für ein paar Jahre beruhigt. Beruhigt. Schönes Wort. Ist jetzt nicht so die Konfliktlösungsstrategie meiner Wahl, wenn dabei 5 Leute irgendwie umkommen. Naja, das war vorbildlich, weil es heißt ja auch, aus der Geschichte lernen. Aha. Aber machen wir das denn gerade so
aus der Geschichte lernen, weil wenn das da draußen jetzt keine Theaterprobe war und danach sah es nicht aus, was soll denn das sonst gewesen sein? Warum sind wir beide hier, hinter dieser Tür? Sag mir, was hier mit uns passiert, was hat uns hierher geführt? Ist das Schnee von gestern, längst verflossene Zeit? Oder weist er uns den Weg, wenn es wieder einmal schneit? Schnee von gestern. Wirklich Schnee von gestern. Boah, Noah, ich glaube, wir sitzen hier noch eine Weile. Aber wir müssen doch irgendwie hier rauskommen. Du, vielleicht zeigt uns die Geschichte ja auch den Weg, wie diese Tür da aufgeht. Ich guck noch mal, ob ich was sehe. Ey, Noah? Ja? Komm mal hoch jetzt, guck dir das mal an. Ich hab Höhenangst. Alter, Höhenangst, Angst im Dunkeln, ist noch was im Angebot? Ja, Spinnenphobie. Oh, Junge. Aber was siehst du denn? Naja, da ist ein Mann. Und es ist immer noch so viel Nebel, ich sehe es kaum. Der hat einen Stab, so auf dem Nacken oder so. Und da hängt was dran. Ich glaube, das sind Eimer. Sieht schwer aus, der quält sich ganz schön. Ja, das muss die Wasserkunst sein. Wusste ich's doch, weil der Brunnen hatte in trockenen Zeiten kaum Wasser und das, was da drin war, war eher so eine braune Brühe. Also haben die, als die Stadt das zweite Mal komplett abbrannte, warte, das war 1400, ich find's gerade nicht. Auf jeden Fall, als die Stadt das zweite Mal komplett abbrannte, haben die Leute im Brunnental die erste Pumpanlage gebaut. Das war für die damalige Zeit eine technische Meisterleistung. Und bis dahin gab es... Keine Ahnung. Wasserträger? Der jedem das Wasser reicht, Tag ein, Tag aus, das ist nicht leicht. Zwei Eimer trag ich an meinem Stab, bringe euch Wasser und mich ins Grab. Bin der, der sich zu Tode schwitzt, damit ihr nicht auf dem Trocknen sitzt. Ich bete zu Gott, dass er beschließt, dass unser Wasser den Berg rauf fließt. Was jammert und zetert und klagt ihr so laut? Ihr hättet zu weit vom Wasser gebaut. Schön.
Schicksal und Herz in die Hand genommen und lasse den Berg zum Propheten kommen. Und ackern, wie sollen wir mauern, brauen und backen? Glaubt uns, wir würden uns nie beklagen, stünde uns Wasser bis zum Kragen. Die Feuer brannten die halbe Stadt nieder und kaum erneuert ein zweites Mal wieder. Wie können wir ohne Wasser uns wehren, wenn lodernde Flammen die Häuser verzehren? Bin hier auf dem Berg ein kleines Kind, am Morgen schon Wein und Dünnbier trinkt. Wundert euch nicht, dann ist es bestimmt, weil das Wasser hier zum Himmel stinkt. Was jammert und zetert und klagt so laut, hättet zu weit vom Wasser gebaut. Schicksal und Herz in die Hand genommen und lasset den Berg zum Propheten kommen. Wir mauern und hämmern und schmieden das Glück. Zusammen bauen wir ein Meisterstück. Weiter nimmt der Fluss seinen Lauf, den Grünberg fließt an Wasser bergauf. Wir mauern und schmieden das Glück, in das Glück bauen wir ein Meisterstück. Ein Meisterstück. Weiter nimmt der Fluss seinen Lauf, im Grünberg fließt am Wasser der Theaterstück. Und die drehen auch nicht für eine Reality-Show. Ich glaube, das ist echt. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Und alles passiert genau so, wie ich es für meinen Vortrag aufgeschrieben habe. Alter, dein Vortrag? Dein fucking Vortrag interessiert mich einen Scheißdreck. Wir sind in einem alten Turm eingesperrt und du redest von deinem Vortrag. Ja, die Sachen kann ich doch super einbauen für morgen. Alter, morgen? Wenn das da draußen wirklich abgeht, ist morgen ungefähr 600 Jahre weit weg. Ja, aber ich habe nur noch 27% Akku. Ey, Noah! Oh mein Gott, ist fassungslos, ey. Ja, dich kann ich eh vergessen. Ich guck mal, ob wir hier selber irgendwie rauskommen. Du, Nami, warum sieht das hier drin eigentlich alles so kaputt aus? Weil ich mein... Der Turm wurde doch vor ein paar Jahren erst saniert. Keine Ahnung. Vielleicht der Denkmalschutz. Die machen das doch hauptberuflich mit dem Originalzustand. Haha, jetzt schieß mal nicht so gegen den Denkmalschutz. Außerdem ohne den Grünberger Denkmalschutz, na, da sähe es hier ganz anders aus.
Da hätten wir einen Autohof und irgendwie Fastfood-Ketten in der Stadt. Ich meine, was soll das denn? Wie soll es denn dann hier aussehen? Wie Gießen wahrscheinlich. Oh. Aber ja, hast schon recht. Ich meine, bis die hier angefangen haben, ein bisschen Meter zu machen, ist ja schon genug platt gemacht worden. Also ich meine, eine Bundesstraße durch einen Schlosspark musst du dir auch erstmal einfallen lassen, ne? Und mal im Ernst, wo in anderen Städten eine Burg steht, ist bei uns halt ein Parkplatz. Noah, jetzt komm mal hoch. Ich sehe da schon wieder irgendwas. Kannst du mir nicht sagen, was du siehst? Du, gab's hier früher eigentlich auch Taranteln oder was kriegst du da unten? Geht doch. Oh. Nami, siehst du den auch? Den Kerl da mit dem geilen bedruckten Shirt. Das muss der Herold sein. Und ich weiß auch, was jetzt kommt. Der verkündet die Marktrechte. Gewitter, Martin. Samo, was sind das für ein Vogel? So ein Hannebambel, ich weiß doch nicht. Hört, hört, eine Botschaft des Kaisers. Ne reinetzig, itz nevsten weiz, mi neschi regnu, net dnunetzig, itz nevstnunwen. Also, der kann auf Konfall vorheg sein. Ich weiß ja auch nicht. Der ist nicht vorher. Vielleicht ist er von Labach. Wir, Friedrich von Gottesgnaden, römischer Kaiser zu allen Zeiten, Mehrer des Reichs zu Ungarn, Dalmatien, Kroatien, USW, König, Herzog zu Österreich, zu Steyr, zu Kärnten, zu Krain, Herre auf der Windischen Marsch und zu Portenav, Graue zu Habsburg, zu Tirol, zu Pürth und zu Küburg, Markgraf zu Burgav und Landgraf im Elsass bekennen und tun kund. Was will der? Was hat der Vogel gesagt? Der sät, dass der Kaiser Motzkartoffen ist, sät he. Allermänniglich mit diesem Briefe, dass wir unseren und des Reichs lieben getreuen Bürgermeister, Rat, Bürger und Gemeinde der Stadt Grunenberg um ihres Verdienst auch fleißiger Bitte willen durch unseren und des Reichs lieben getreuen Willen von Bibra von ihren Wegen an uns getan, beschehen, besondern bla bla bla. Ich verstehe, hey, kontonet, Gewitter. Was will der da schon wieder? Ich hab zwar kein Scholl gemacht, aber so blöd sei ich doch nicht. Der hat gesagt, dass mir Achmut Motzkartoffeln sei, seht he. Als das nur hierfür ewiglich eins jeden Jahres auf St. Kalixten Abend in derselben Stadt Grunenberg ein gemeiner freier Jahrmarkt sein und gehalten werde. Und die genannten Bürgermeister, Rat und so weiter, etc. mit Urkund dieses Briefs. Alle, weil ich Wirrenhaut verstanden. Jetzt helf mir doch, Moas. Also, jetzt wurde gesagt, dass wir mehr feiern dürfen.
Das ist nicht wahr, ehrlich. Juhu, das klebst du aber. Hey, was das ist? Ah ja. Weiß doch jedes Kind, die Ernte ist schon eingefahren, die Kuh ist schon im Stall, die Tage werden kürzer und jetzt tönt es überall. Durch alle Tore ziehen sie dann die Karren voll bepackt, aus aller Herren Länder, die Windler in die Stadt. Ich schätze aus dem Boden, das Werk geschickter Hand, Werkzeug füllen jeden Stand. Heute wird getanzt, gefeiert und gelacht. Man hört es durch den Busch und es ruft der Spatz vom Dach. Die Arbeit ist getan und das Feiern fängt an. Alle sind zusammen, jeder wie er kann. Gaukler, Strolch und Edelmann finden sich dann ein. Der Mönch braucht für den Keller viele Fässer Wein. Den Gallus feiern wir jedes Jahr, als wenn's der letzte wär. In der Mitte brennt ein Feuer und im Feuer tanzt der Bär. Heute wird getanzt, gefeiert und gelacht. Man hört es durch den Busch und es ruft der Spatz vom Dach. Die Arbeit ist getan und das Feiern fängt jetzt an. Alle sind zusammen, jeder wie er kann. Leer und die Bäuche voller sind, geht man in das Wirtshaus, feiert, lebt und trinkt. Der Morgen kommt daher und mancher Kopf wiegt schwer. Der eine oder andere Sack ist dann auch wieder leer. Der Spatz vom Dach, die Arbeit ist getan und das Feiern fängt jetzt an. Alle sind zusammen, jeder wie er kann. Heute wird getanzt, gefeiert und gelacht. Man hört es durch den Busch und es ruft der Spatz vom Dach. Die Arbeit ist getan und das Feiern fängt jetzt an. Alle sind zusammen, jeder wie er kann. Alle sind zusammen, jeder wie er kann.
Was hast du denn da? Du spielst echt schön. Wie lange spielst du schon? Eigentlich schon immer. Hast du es nicht gewusst? Naja, woher denn? Also, richtig kennen wir uns ja nicht. Also, schon vom Sehen, aber so wirklich Zeit haben wir ja auch noch nicht miteinander verbracht. Weil, ich muss sagen, ich find's ja gerade unter so, naja, besonderen Umständen eigentlich ganz angenehm. Noah, morgen ist doch Gallusmarkt. Ja. Was hältst du davon, wenn wir da einfach mal zusammen hingehen? Ja, warum nicht? Nach deinem Referat natürlich. Oh, da habe ich wohl gerade mal nicht dran gedacht. Sag mal, Nami, weißt du eigentlich, was es mit E-Grieve auf sich hat? Weil im Netz habe ich dazu irgendwie nichts gefunden. E-Grieve. Das klingt nach platt. Eigentlich müssten die alten Leute das wissen. Hast du mal jemand gefragt? Ja, da hätte ich wohl auch selbst mal drauf kommen können. Wobei... Ich glaube, dass sich die Antworten auf unsere Fragen vor den Fenstern abspielen. Knecht und Mägde leben hier, Handwerksleute viele, Händler und auch Erbevolk, Mönche, Bauern, Diebe. Geschmäcker sind verschieden, aber alle lieben Griebe. Geschmäcker sind verschieden, aber alle lieben Griebe. Hey! Wie Pech und Schwefel und wie Hopfen und Malz, halt sind wir zusammen wie die Griebe und der Schmalz. Alles, was das Herz begehrt, könnt ihr von uns Grieben teilen mit euch Hof und Haus. Was wir lieben, nehmt euch Weizen, Brot und Bier, doch lasst uns die Grieben. Nehmt euch Weizen, Brot und Bier, doch lasst uns die Grieben. Hey! Wie Pech und Schwefel und wie Hopfen und Malz, halten wir zusammen wie die Grieben und der Schmalz. Doch wer es wirklich wissen will, den laden wir gern ein, an unseren Tisch zu dinieren, die Grieben zu probieren.
Ihr glaubt, Grieben seien das Beste, was man kriegen kann für Geld. Ein Hochgenuss, das leckerste Gericht auf dieser Welt. Dann begnügen wir uns eben mit den Resten von dem Schwein, mit Lende und Filet, oh, mit einem Fläschchen Wein. Holt den Zit, ihr Adligpack, fresst euch darin dick und satt. Und wenn ihr uns die Hand abhackt, die Grieben bleiben hier im Sack. Die Grieben halten wir zurück, bis wir hängen am fürstlichen Strick. Die Grieben halten wir zurück, bis wir hängen am fürstlichen Strick. Hey! Das war jetzt wirklich ganz schön anstrengend. Sehr anstrengend. Deswegen, ich brauche jetzt unbedingt mal was zu trinken. Deswegen so 20 Minuten Pause wären super, so für mich, für euch auch. Aber vorher hätte ich gerne noch mal die Gallus-Schüler bei mir auf der Bühne. Den wollen wir noch mal einen ganz, ganz großen Applaus schenken, bitte. Vielen, vielen, vielen Dank, ihr habt das ganz super gemacht. War großartig. Ja, noch mal ein bisschen mehr.